Joa, ich würde mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2 hier bei mir, T Pictures Gaming. Ich mache mal doch nicht den Ton lauter, der war doch ganz gut. Wir schauen mal einfach, was wir hier haben, beziehungsweise ich wollte noch vorher mit den paar restlichen Leuten hier reden. Was ist hier eigentlich? Hast du das noch für diese Audio-Logs? Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit Ranch und dann sollte es das erstmal sein und dann noch mit ihr hier da drüben. Ich vergesse mir ihren Namen. Mann, Sitara hasst es, wenn ich sie auch Sitara. verarsche, aber er macht es einem zu einfach. Hab ihm erzählt, dass New Dawn sozial auffällige Hacker mit Gehirnwäsche für eine Geheimarmee rekrutieren will. Eine hirnlose Drohnenarmee, die die Regierung stürzt. Der ist voll ausgeflippt. Wie mies. Ja, klar, aber du hättest sein Gesicht sehen sollen. Ich würde es lassen, wenn es nicht so lustig wäre. Okay, ich sag ihm, dass es gelogen war. Versprochen. Joa. Dann mal hier. Wie viel von diesem New Dawn Hokus Pokus ist wohl echt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Beten die wirklich Aliens? Boah, ist sie motiviert. Ja, das sind wirklich so abwegig? Jeder Gott, außer Naturgötter oder solche Sachen, ist doch rein technisch gesehen ein Alien, oder? Der Unterschied ist, dass diese Religion hier und heute entsteht. Also kann man sie einfacher abtun. Du bist also Atheistin? Nein, ich glaube, wir übersehen etwas. Die Welt ist zu schön, um ein kosmischer Unfall zu sein. Gibt aber auch viel Hässliches. Ja, daran sind wir schuld. In diesem Fall New Dawn. Ja, also bist du eine richtig motivierte, ich weiß. Gehen wir mal. Wo sollen wir denn hin? Herr des WLANs. Ja, warum nicht? Gerne doch. Jetzt sprinten wir mal ein bisschen die Treppe hoch. Dann dauert es nicht ganz so lange. Wir öffnen diese tolle Tür, die auch nur ein paar Stunden braucht. Yeah. Dankeschön. Es ist immer noch voll geil, wie es einfach voll diese Sims-Mittelalter-Musik ist. So. Verarschst du mich? Das war gerade original, ne? Dieses, verarschst du mich? Also wenn jemand von euch die Serie New Girl kennt, es war original dieses ey, verarschst du mich, wie Nick es immer sagt. Und nein, das war gerade Zufall, dass ich Girl irgendwie so komisch mit Ö gesprochen habe. Sind nur die richtig geilen Klamotten an. Ein Ananashemd. Meine Fresse. Ich will das Ananashemd. Nein, will ich nicht. Brillen. Oh Gott, das ist alles hässlich. Farben ist schon eigentlich voll. So. Das muss. Dann brauche ich aber nur das Oberteil. Aber die meisten hier sind hässlich, muss man mal überlegen, was ich nehme.
Bin ich zu gemein zu Markus? Komm, das hier. Dann müssen wir noch eine coole Mütze haben. So. Sorry. Oh, ich hab sie nicht gesehen. Wie schön sie es doch gesagt hat gerade. So, was nehmen wir jetzt mal? Der Wagen passt nicht zu uns. Wir können uns wieder so ein bisschen da nehmen. Können wir uns eigentlich auch wieder so Autos anfordern? Aber wir können ja auf jeden Fall Autos kaufen. Bestenliste. Ich möchte mal... Ich würde zu gerne App laden. Was gibt's da eigentlich alles so? Auto auf Abruf. Das klingt doch nach sowas. Songsneak, cool. Director's Cut? Was ist ein Director's Cut? Hoffe, du bist versichert! Verkauft selbstgemachten Schmuck online. Fresco Brand. Software Engineer. Ich lauf dann mal, ne? Du suchst was zum Lachen? Guck in den Spiegel. Von allen Spermien, die es geschafft haben, hast du erlebt? Sorry. Scheint irgendwie so ein schwulen Stadtteil zu sein. Überall diese Gay Pride Flaggen. So. Jetzt nochmal. App laden. Ne, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal hier kurz. Marcus, Primate hat Daten von uns in die Finger gekriegt. Fuck, wo sind sie? In einem Auto. Sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Was? Ne, kann ich gerade nicht. Sorry. Ich habe mir gerade eine App geholt. Auto auf Abruf. So. Letzte Bestellung. Schwerlast Muscle Car. Nope. Wie nice. Oh, der gute Dings. Komm hier direkt. Achso, muss das machen. Nice. Ach, Lackierung geht auch noch. Dann ist mein Auto. Nice. Ich will mein Auto. Achso, bei der Gelegenheit gerade noch mal schauen. Scout Eggs. Was haben wir hier in der Nähe? Ja, sehr schön. Da vorne ist gleich noch was. Bei meinem Auto. Nämlich ein Drag Queen Türsteher. Okay, okay, sind doch nicht alles so Bilder. Es gibt auch Drag Queens. Gut. Gut zu wissen. Wo ist sie denn? Oder er? Oder wie auch immer. Ach, da. Oh, komm, mit dir zusammen Foto. Ich möchte ein Foto mit dir. So. Hey, sorry, ne? Aber Olivia Jones sieht besser aus als du. Hey, nein! Na, Stopp! Wie doof, ey! Ich hab's gleich. Mann, warum so schnell? War cool mit dem Wagen im Hintergrund, das wäre echt geil. Oh, jetzt geh nicht so schnell, Mann. Kann ich vielleicht.
Warum so schnell? Warum bin ich nicht so schnell? Scheiße. Nein, nein, nein. Muss schneller werden. Ich weiß, ich könnte doch das einfach gerade abbrechen, das Foto, aber nö, mache ich nicht. Komplett. Galt das? Ich glaube, es hat nicht. Hab davon gehört, ja. Es zählte gerade nicht. Warum hast du die Waffe draußen? Hey, Drag Queen. Was soll denn das? Oh Mann. Du bist ein scheiß Türsteher. Ein Türsteher wartet normalerweise vor der Tür und steht da. Deshalb heißt es Türsteher. Schön, wie wir einfach fremde Leute verfolgen die ganze Zeit. Okay, gehen wir mal ein bisschen schneller. So, jetzt aber. Schnell. Nein, nicht Waffe. Schnell. Kamera. Jetzt ganz flott. Ich glaube, das ist hier... Ich glaube, wir haben einfach nicht die richtige Drag Queen erwischt. Ja, wir haben einfach nicht die richtige Drag Queen erwischt. Okay. Sah aber halt aus wie auf dem Bild, Mann. Das sah genau aus wie... Der sah genau aus wie auf dem Bild. Oder die, oder ach, was auch immer. So. Hä? Star der Club. Kind, die reden. Siehst du, was um uns herum passiert? Mega-Gentrifizierung. Zum Heulen. Was? Was? Das sieht aber mal stylisch aus. WTF, wie geil. Wie geil ist das denn? Dem haben wir auch gerade das gesehen. So, das ist doch mal was hier. Kurz mal ein Bier gekippt. So, so, so. Schick, schick hier. Und ganz schnell wieder aus. Ah, Hilfe, die Sonne. So, und wo ist jetzt mein... Mann. Ich will das jetzt finden. Na, ja, auf der Piste. Selbst Türsteher verdienen eine Chance, glamourös zu sein. Würdige die Kunst, die vor dir steht. Und wie? Und wie? Warte, das habe ich doch eben gesehen hier mit dem Pink. Irgendwo stand Pink. Den Laden ist einfach eben gerade irgendwie vorbeigelaufen. Von dem Castro Theater, okay. Also sind wir jetzt schon wieder bei der nächsten Sache. Castro, so heißt nämlich dieser Stadtteil, genau. Ah, Castro Theater, cool. Ach, das ist direkt das hier, ne? Castro Theater. Ach, wie schön. So. So. Nein, wieder Selfie heute. Obwohl, das muss man anders machen. Hey, was gibt's Neues bei dir? Ich mach bald eine Fahrt runter in den Süden, du? Wo ist hier jetzt, gehst du? Denk aber dran. Okay, das ist, So.
Ja, lach mich doch aus. Ist mir auch egal. Ja, das ist das Ding, wo wir hier waren, oder nicht? Da gehört der Türsteher hin. Nee. Ach, ich bin verwirrt. Och, Mensch. Naja, dann eben nicht. Dann hüpfen wir schnell mal in unser schönes Auto. Und fahren zum ultimativen Zielort. Achso, ist eigentlich ein Park, scheiß drauf. Yeah, man. Das Ding ist so geil. Nur trotzdem schade, dass es von innen nicht ordentlich ist. Ach doch, jetzt schon. Ach gut. Oh, das war ja ein Problem, weil in der Mission am Anfang, das ist gut, wenn man es jetzt so fahren kann. Weil bei der Mission, als wir es geholt hatten, da war das ja so, dass das nicht richtig funktioniert hat. Wir gehen nirgendwo hin. WTF? Wer sind die denn? Der Check. So. Hier oben hoch, okay. Ach, wie schick. Kann man da irgendwie zufällig hier auch irgendwo parken? Gerade mal da. Fällt hier nicht auf, das Auto. Scheiße. Fuck. Lauf! Lauf, Junge, lauf! 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 Scheiße! WTF! Also ich hatte eben noch gerade im letzten Moment diese Laser da gesehen. Ach du Scheiße. Alles klar, mit Lichtschranke und so. Ja, das ist mal modern hier. Hey, wer seid ihr? Sportschütze. Mehrsprachig, okay. Achso, was sind... Oh, Jobs hier. Okay. Hochzeitsplaner. Webmarketing Manager. Okay, alles klar. Das sind mir doch die Liebsten hier. Cool, joggen. Ich gehe auch joggen. Lalalala. Wir joggen jetzt hier rum. Oh, das ist voll schön hier. Ich finde es auch bei GTA immer so toll. So einfach mal sich die ganzen Gegenden so mal anzugucken. Aber ich wollte gerne den Hund streichen. Das war jetzt zu schnell. Er hat aber nicht mich gemeint, oder? Wir beide sollten mal ausgehen. Warum steht sie so steif? Yo, Lust auf ein Date oder so? Vielleicht meint er doch mich. Huch! Da ist jemand. Aus dem BKD. Dieses Haus sieht sehr spannend aus. Ich muss zugeben, es hat einen Grund, weshalb ich hier halt eben gerade so rangegangen bin. Ich kann mir nämlich irgendwie vorstellen, dass dieses Haus rein zufällig das Haus von dem Typen mit dem Zopf ist. Ich hätte Lust, in diesem Haus was zu machen. Das wird so als kleine Herausforderung mal. Aber naja, das ist vielleicht ein bisschen doll gesichert. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie ich gleich mein Auto wieder kriege. So. Jetzt aber. Dankeschön.
Oh, ich soll da rein in das Haus. Oh Gott, bin ich dumm. Okay. Hey Leute, der Zero Day funktioniert. Ich bin drin. Super gemacht, Marcus. Sieh dich mal in dem Haus um. Horm speichert alle Nutzerdaten lokal. Wenn du Zugriff auf das Material mit den Leuten hast, die das Haus ansehen, reicht das aus, um Alarm zu schlagen. Verstanden. Yemen. Sicherheitssysteme-Tutorial. Es gibt zwei Arten von Sicherheitssystemen, Bewegungsmelder und Sicherheitslaser. Mit NetHack kannst du den Scanbereich eines Bewegungsmelders aufdecken. LB plus Y schaltet das Sicherheitssystem aus, um unbemerkt vorbeizukommen. Was gibt's denn hier Schönes? Wie geil ist das? Oh, was für eine geile Wohnung. Warte. Nein. Das ist übelst die geile Wohnung. Erstmal hier. So, erstmal ein bisschen Zugangsschlüssel. Ja, das Haus ist unheimlich sicher, finde ich auch. So wirkt es auch. Finde ich. Genauso finde ich. Ich finde auch, dass das Haus unheimlich sicher wirkt. Vielleicht jetzt muss gerade mal in die Ego gehen. Aus seinem Dings raus, aus seinem Bereich. Was gibt denn noch? Kamera, was ist das da? Auch eine Kamera. Und ihm sind hier, ne? Er ist sowieso so eine Sache. Sektorprüfung abgeschlossen. Gibt's da? Überprüft ihr eure Ideen eigentlich? Sag lieber nichts, die Sache liegt ja auf der Hand. Diese intelligente Toilette würde keinem Feedback der Welt standhalten. Ich zitiere wörtlich. Okay. Zur regelmäßigen Gesundheitskontrolle erkennt das Gerät jedes Familienmitglied und lädt sein Profil. Ich hoffe, das geschieht anhand des Gesichts. Alle anderen Optionen sind so furchtbar, dass ich nicht darüber nachdenken will. Und das KI-Programm heißt auch noch schon. Wirklich? Was hat sie denn? Okay. Okay, wir können da gerade nichts machen. Aber es ist gerade schon sehr spannend. Wir kommen gerade schon ganz schön weit hier. Das Roboter sind dumme Memme, ne? Es ist alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Scheiße. Gerade eben so. Dem Smart Home der Zukunft. Während Sie die Tour durch unsere Anlage genießen, nehmen Sie sich Zeit, sich richtig umzusehen. Berühren, fühlen, öffnen und nutzen Sie jedes Objekt nach Ihren Wünschen. Ja, dies ist Ihre Erfahrung, Ihre Reise. Das hätte ich auch vor. Und wenn Sie sich dann entscheiden müssen, bedenken Sie, es ist kein Heim, wenn es kein Home ist. Ja, klar. Jedes Home ist auch ein Heim. Geil. Und da kommt er noch nicht mal hinterher. Der Idiot. Ist hier auch einer? Ich muss wissen, ob hier auch einer ist. Hier wird auch einer sein. Scheiße.
alles sicher. Scheiße. Nicht gut. Irgendwas sieht mich hier. Wo ist die Kamera? Hier war doch gerade eine Kamera. Sektorprüfung abgeschlossen. Konnte hier doch gerade irgendeine Kamera aktivieren. Kamera. In der Garage, sehr gut. Alles sicher. Nicht, wenn er gerade da ist. Das ist nicht gerade das Beste. Sektorprüfung abgeschlossen. Scheiße. Das will ich nicht, wollte ich nicht, scheiße. Schnell wieder da in die Ecke. Scheiße. Das Klo, hinter das Klo. Ich weiß nicht, noch wohin fährt. Der Idiot. Okay, wir müssen uns genau angucken, wie weit er fährt. Er fährt ziemlich weit. Er fährt ziemlich weit. Er fährt bis da. Okay, er fährt ganz schön weit. Okay. Also wenn er uns den Rücken zukehrt, können wir durch. Können wir natürlich auch noch hier hacken, aber das würde ich ihn. Dann würde er denken, da ist was, und ich glaube, das ist eher kontraproduktiv gerade. Jetzt kommt er wieder zurück, ne? Nur noch Ort? Nein. Fuck. Was ist jetzt los? Scheiße! Was ist denn jetzt los? Nein! Mann! Security ist nach gar nichts auf dem Weg hier. Läuft nämlich alles super. Überhaupt keinen Grund, hier irgendwas zu machen. Das funktioniert alles hier nämlich sehr, sehr gut. Okay, verlass das Gebiet. Scheiße. Gut. Mein Dings wurde abgeschossen, ist aber auch egal. Ich verlasse jetzt einfach das Gebiet und ist alles gut. So, so geht das mit dem Hacken. Juhu! Haha, so geil. Spürt ihn auf. Alles okay? Nice. Sehr gut, Mann. Oh, schön. Jetzt können wir hier ruhig noch mal ein bisschen nett joggen. Hey, Leute. Der Server war eine Pleite. Was meinst du? Du hattest Zugang. Das ist nur eine Weiterleitung. Die Daten werden woanders gespeichert. Nein, 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 nein. So funktioniert diese Hardware nicht. Wenn sie was anderes installiert hätten, hätte ich... Safe ist Josh, cool. Bist du noch da? Der liest im Schnelldurchgang eine Reihe firmeninterner Memos. Wir melden uns wieder mit dem Wie. Du suchst das Warum. Bin dran. Du hast das hoffentlich gerade nicht gesehen, Lady. Alter, willst du mich anmachen? Ja! Genau das war. Du, Loser. Das, was ich ihm gefallen. Nein, nein! Mann. Alter, hat meine Kamera voll in die Kratzer da und so. Aber nicht so schön. Ich will noch. Ich suche noch gerade was Gutes.
vom Thumbnail. Dann wollte ich gerne den Part beenden, weil ich meine... Nudelt nach Bierbauchdiät. So. Das ist irgendwie ein Problem. Nee. Nee. Oh, my friend. Yeah, you need to dial 911 on those lower intestinal difficulties. Hm. Diese beschissene Stadt. Wow. Markus, unser Follower-Netzwerk platzt aus allen Nähten. Du solltest stolz sein. Du hast das alles gestartet. Vorher war DadSec nur ein Haufen loser Ideen, aber du hast eine Bewegung daraus gemacht. Die Leute tragen deine Kunst, wiederholen deine Slogans. Du hast hier etwas losgetreten. Danke, Markus. Aber vergiss nicht, dass alles einem Ziel verpflichtet ist. Der Glamour interessiert mich nicht. Ich will, dass die Leute aufwachen, verdammt. Sie schlafen schon sehr lange. Schade. Aber wir werden es schaffen. Passiert nichts. Das muss ich knipsen. Mach doch. Das ist komplett lächerlich. Das ist nicht lächerlich, das ist geil. Ich leg dir den Kopf in den Arsch. Erster Güte. Also, mal sehen. Ich muss ein Stück... Oh, wow, buddy, what did you mean? So. Diese Stadt fällt auseinander. Also, ich bin ja nicht blöde oder so. Ich war bloß überrascht. Meine Mama ist aus Colorado Springs, konservativ, bis ins Markus. Auf einmal erwähnt sie ganz beiläufig beim Abendessen, dass sie seit einem Monat Haschplätzchen isst. Wir telefonieren jeden Sonntag und immer frage ich, hey Ma, was gibt's Neues? Und jedes Mal heißt es, ach nichts, ach nichts. Ich will einfach auf dem Laufenden sein, verstehst du? Vor der Abendrunde, was zur Hölle? Was ist los? Fuck ja! Sagen wir es mal so, Übung macht den Meister. Ja. Vor allem bei dir. Oh, ich sehe echt jetzt, machst du jetzt wieder eine andere Geste. Nein, ich will da... Nein. Na, okay, dann halt das. Sorry! Oh Gott. Immer diese Kacktasten, ey. Das ist so doof, wenn man verschiedene Spiele spielt. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, sofern Markus da noch lebt. Also, bis dann, Leute. Und tschüss.